Bevor das Video startet, will ich nochmal gesagt haben, dass dieses ganze Video relativ chaotisch sein wird. Also teilweise filme ich mal nicht. Teilweise darf ich auch gar nicht filmen an manchen Stellen, weil das nicht erlaubt ist, zum Beispiel im Landtag oder so. Und dann seht ihr mich zu Hause, weil ich dann Bilder einblende. Jo Leute, willkommen zum neuen Vlog auf diesem Kanal und heute bin ich auf dem Weg zum Hessischen Landtag und danach gehe ich noch auf den Wiesbadener Weihnachtsmarkt. Das Ganze ist so ein Klassenausflug mit unserer Klasse und ja, mal sehen, was der Tag so bringt. So Leute, ich bin jetzt hier im Zug Richtung Wiesbaden und ja, neben mir sind noch so andere Leute, die aber nicht im Video gesehen werden wollen. Diese Person muss dann leider zensiert werden, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir sehen uns später wieder. Danke an die Bilge für die Kameraführung. Machst du richtig gut. Dafür gibt es mal einen Daumen hoch. So Leute, ich war jetzt im Landtag und habe auch eine ganze Sitzung erlebt von den Politikern, wie die dort geredet haben. Und wir konnten auch ein paar Politikern Fragen stellen und so weiter. Man durfte aber gar nicht filmen. Also man durfte im ganzen Landtag nicht filmen. Man durfte nur nicht mal filmen, wie man reingeht. Deswegen werde ich jetzt mal diese Zeit, wo ich dort war, analysieren. Und dafür blende ich ein paar Bilder ein, die ich aus dem Internet zusammengesucht habe. Und auch ein paar Videos blende ich ein, die auch aus dem Internet sind. Außerdem habe ich noch gefilmt, wie die Sicherheitskontrolle war. Die durfte ich eigentlich auch nicht filmen, die Sicherheitskontrolle, aber ich habe dann trotzdem gefilmt und zwar mit dem Handy. Also das Ganze zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, Leute, als wir in Wiesbaden angekommen waren, dann sind wir sofort dorthin gegangen, weil wir dort irgendwie um eine bestimmte Uhrzeit den Termin hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Uhrzeit. Und am Anfang waren erstmal Sicherheitskontrollen wie beim Flughafen. Also ihr kennt ja bestimmt diese Scanner, wo man durchlaufen muss und die Taschen werden auch durchgescannt durch so einen Teil. Ihr wisst Bescheid, wie es halt im Flughafen so ist. Und das mussten wir halt auch alles machen. Und davon kommen jetzt ein paar Einblicke, die aber leider sehr schlecht geworden sind. Also fertig mit der Sicherheitskontrolle haben wir uns Sachen abgegeben bei der Garderobe. Und dann sind wir schon hochgegangen in die Sitzung. Die Sitzung lief dann schon. Und da ist halt so eine Zuschauertribüne oben. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, damit ihr es besser seht. Unten sind dann halt im Saal die ganzen Politiker und so weiter von den ganzen Parteien. Und dann wird da halt geredet und so. Ihr wisst Bescheid. Und davon blende ich euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt aus so einer Sitzung ein. Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Eröffne die 92. Plenarsitzung und stelle sehr wohlwollend die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Ja, teilweise sind die Reden ganz langweilig. Teilweise reden halt die Politiker über irgendwelche Themen, die gar nicht so interessant sind. So Steuererklärung, dies, das, irgendwas halt. Aber dort, heute, wo wir da waren, hatten wir richtig Glück. Die haben über Social Bot geredet. Ein Social Bot ist sowas, womit man die Wahl beeinflussen kann. Über die sozialen Netzwerke zum Beispiel war auch wohl bei der Wahl in den USA von Trump, war es wohl auch so gewesen, dass durch sogenannte Social Bots, ja, das beeinflusst wurde. Das sind so eine Sachen,
wo dann Fake-Accounts, sage ich mal, oder Accounts, die von einem Computer sind, dafür da sind, um Leute dazu zu bewegen, den zu wählen oder so. Das heißt, dass immer wieder Informationen über diese Person irgendwo gemacht werden, durch so eine Bots halt, wie gesagt, und ja. Und da haben die halt geredet, wie man sowas verhindern kann und so, ja. Teilweise ging es da auch richtig zur Sache bei der Sitzung, teilweise sind da auch, ja, die haben sich richtig gegenseitig angegriffen. Also war eine ganz unterhaltsame Sitzung, hätte ich nicht gedacht, dass so spannend ist in der Politik. Und ja, danach sind wir da wieder runtergegangen und dann sind wir zu einem anderen Raum gegangen und da sollten dann eigentlich 4 Politiker sein, wo wir Fragen stellen können an die. Aber es waren am Ende nur 2 Politiker da. Die anderen 2 konnten nicht, weil die noch auf so einer anderen Sitzung waren und die halt was abstimmen mussten. War da nur einer da von der SPD und dann noch von der FDP. War ganz interessant. Wir haben einige Fragen gestellt. Ich habe was gestellt über Thema Abschiebung mit den Flüchtlingen und so weiter. Darüber habe ich eine Frage gestellt. Die Leute werden dann teilweise in Afghanistan wieder ausgesetzt oder so, obwohl dort immer noch teilweise Krieg und sonst was ist. Und dann haben wir doch Fragen gestellt über den Frankfurter Flughafen. Und also wir haben richtig viele Fragen insgesamt gestellt, die halt auch für unsere Region relevant sind und so. Und ja, war sehr interessant. Und danach sind wir halt auf den Weihnachtsmarkt gegangen und damit geht es jetzt weiter mit. Was? U-Vlog. Was? U-Vlog. U-Vlog? Ja. Bist du schon mal? Nee, ich tue nur so. Ja, will ich. Vielleicht. Was? Ich habe jetzt fast ein K. Ich hab mich abonniert. Küche aufgekommen. Was? Küche aufgekommen. Ich hab mich abonniert. Ich mache Minecraft. Ich mache Minecraft Let's Plays. Okay. Ja, Minecraft geht mir am Arsch. Minecraft ist so cool. Warum? Minecraft ist schwul. Ein Oreo-Eis. Oreo? Ja. McSundae oder McFlurry? McSundae. Und dann Schoko. Schoko. Und dann noch einmal eine kleine Pommes einfach. Und ja, das war's. Ich grüße alle seine Fans, abonniert ihn, gebt den Daumen hoch. Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Ne? Nee, abonniert ihn nicht. Okay. Ciao, schönen Tag. Ciao. Ich gebe die Like und ab. Super, danke. So Leute, wir haben uns jetzt gerade eben schon mal was gegönnt, hier was zu Food. Ich habe mir nur so eine Pommes gegönnt und so ein Eis. Zu mehr Geld, mehr kann ich mir nicht leisten. Was hast du dir geholt? Ich habe mir 2 Cheeseburger und einen Chickenburger gegönnt. Nice. Ganz auf diskret. Ja. Gerade eben waren hier so Leute am Start, die waren richtig nett. Also es waren so, Grüße gehen raus an euch, wenn ihr das hier seht. Wir waren bei Maggis und diese Typen haben halt gefragt, ob ich YouTuber bin, wie ist das und so weiter. Und dann habe ich das erste Mal mit einer Person ein Selfie gemacht und ja, war ganz nett. Der hat sie nun beleidigt, dieser Spast. Der hat sie die ganze Zeit so beleidigt und so, obwohl die eigentlich voll korrekt waren. Und jetzt chillen wir schon relativ lang in dieser Wiesbadener City. Auf jeden Fall erstmal ein schlechtes Feedback für McDonald's hier in Wiesbaden. Ihr habt mir ein Eis gegeben, was fast komplett geschmolzen war. Es war komplett geschmolzen, fast richtig doll, ja, es ist richtig runtergelaufen. Es ist sogar auf die Kamera gelaufen, das Eis. Wenn jetzt ein Schaden an der Kamera ist, Anzeige ist raus. Ja, auf jeden Fall geht da nicht zum McDonald's hin. Richtig schlechter Laden hier, die Pommes sind voll salzig, richtig scheiße. Ich bin jetzt in meinem Shopping Center und ja, warum ich jetzt hier bin, ich gehe jetzt in den Saturn und schaue mich dort nach neuem YouTube-Equipment um und ja. Einfach so durcheinander laufen wir hier, haben keine anderen Sachen mehr zu tun, einfach so, ja. Hallo, ich hätte gerne eine Currywurst. Bratcurry? Was? Bratcurry. Ja, Bratcurry, genau.
Übrigens, Leute, wie gesagt, ab 2000 Abonnenten kommt nochmal eine Verlosung. Ich habe das schon im letzten Video gesagt. Ab 2000 Abonnenten nochmal eine Verlosung und die soll 10 mehr heftiger sein als die letzte Verlosung. Wie gesagt, iPhone 6 oder irgendwas wird da kommen. Also, ja. Bleibt auf jeden Fall am Start, bleibt immer am Start. Immer am Start bleiben. Und dann seid ihr dabei. 3 Stunden später. So Leute, ich bin jetzt mit dem Zug angekommen und jetzt fahre ich nur noch nach Hause. Der Akku ist jetzt fast leer von der Kamera und deswegen beende ich damit heute den Vlog von heute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, abonniert den Kanal für mehr, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, haut raus. Ciao. Und Leute, checkt auch Marc ab, der war auch mal im Video. Checkt ihn auch ab, auch Instagram, auch verlinkt.